Der Tirmidhi ist ein bekannter Mann. At-Tirmidhi, man sagt auch Turmudi und Tarmidhi. Es gibt auch noch ganz viele andere Aussprachemöglichkeiten. Aber diese drei sind die berühmtesten. Turmudi und Tirmidhi ist so das, was wir heute gängigerweise kennen. Und Tarmidhi. Einer der Sprachgelehrten, er sagte sogar, die Leute aus Tarmidhi selbst, sie sprechen das Tarmidhi aus. Wo ist Tirmidhi? Wo ist dieser Ort Tirmidhi, aus dem Tirmidhi stammt? Al-Imam Tirmidhi, der Hafiz al-Muhaddith, Schüler des Imam Ahmad ibn Hanbal, er hat Masail, oder einige Fragen an Ahmad gestellt gehabt, die er gelegentlich erwähnt. Tirmidhi ist im heutigen Usbekistan, Grenze an Usbekistan und Afghanistan, so genau an der Grenze fast. Naam. Tirmidhi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura. Er war blind. Entweder war er blind geboren oder ist später erblindet. Ich weiß es nicht so ganz genau. Und er ist 3 Jahre vor dem Jahr 300 gestorben. 3 Jahre vor dem Jahr 300. So kann man sich manche Zahlen merken. Manche Geburtsdaten der Imma kann man sich sehr leicht merken, indem man sich ein paar Hilfsbrücken baut, weil Zahlen sind sehr abstrakt. Zahlen sind sehr abstrakt und sich Zahlen zu merken ist nicht so einfach. Und deswegen, wenn man irgendwie Informationen und Daten versucht zu visualisieren, irgendwie bildlich einzubringen, funktioniert das viel leichter.